quasi euren Bildschirm teilen. Das ist wirklich nicht laut. Wenn ihr teilt, müsst es einfach auf dem großen Bildschirm sein. Ja. Wenn es euch zu warm wird, gebt Bescheid, dann macht das Fenster auf. Es wurde gestern ja richtig warm drinnen. Genau. Hier nochmal so ein bisschen. Besser, schlechter? Alles gut. Frage, können wir irgendwie vielleicht noch den Strom anschließen? Ich glaube, mir nicht, dass wir auf 15 ausgleichen. Da ist einer. Hier hinten ist ein bisschen Strom oder eben Stoff nach vorne. Dann haben wir da hinten die. Oder also, kann ich die Mehrfachsteckdose auch? Darüber. Ja, komm, dann machen wir das doch so gerade. Sehr lang zu sein. Sehr cool, komm, dann teilen wir uns das. Ja, super. Das habe ich gar nicht gesehen, dass wir die haben. Ich muss auch nicht mehr so dran bleiben, aber ja. Ist ja alles besser. Das ist top. Ich kann so Namen. Hallo an die einzige oder hallo an die Teilnehmer online. Hört ihr uns? Macht ihr mal einen Daumen hoch, wenn ihr uns hört. Könnt auch gerne Kamera einschalten. Gerne. Super, danke schön. Könnt ihr auch die Speaker gut sehen? Wir sind hier hinten. Sehr schön. Also wenn ihr online die Kamera einschalten wollt, dann sehen wir euch auch. Ihr müsst aber natürlich nicht. Also es ist tatsächlich relativ leise. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr mich hört. Vielleicht können wir das noch ein bisschen abziehen. Das hier ist, glaube ich, sehr... Ja. Hört ihr uns schlechter? Dann müsstet ihr vielleicht... Jetzt besser. Jetzt besser, ja, weil wir haben Mikro stehen. Jetzt stehen wir direkt daneben, ja. Ja, wir haben vorhin schon ein bisschen... Ja, rutscht die ein bisschen näher ran, flog mal die Kamera. Wir haben das wegen der Kamera dahin getan, aber Akustik ist natürlich auch wichtig. Morgen! So. Und bitte hier gut. Hi, guck mal, wir haben alles schon umgesetzt. Stimmt. Ihr macht alles selber, oder? Das sollte eigentlich klappen, ja. Alles gut. So, füll vor, oder? Willst du mal fragen? Magst du die Tür einmal zumachen? Mögt ihr vielleicht ein bisschen nach vorne kommen, dass ihr nicht so in unserem Rücken sitzt? Oder da an die Wand? Annehmen wäre ganz cool, dass ich ihn schieße. Ja, ich schieße mal hier hin. Ist das okay? Ja, klar. Ja, gut.
So, Tag zusammen hier im Raum und an den Geräten da draußen. Ich bin Thorsten und ich komme so als Psychologe aus dem Trainingsbereich und uns hat immer ein Tool gefehlt in der Landschaft. Ich habe ganz lange Trainer ausgebildet und Workshopleiter ausgebildet, so auf der ganzen Welt und dann später Techfirmen gegründet und jetzt hatte ich das große Glück, dass ich dann irgendwann ein Team hatte und die Ressourcen, dann meinen alten Plan und Traum umsetzen zu können. Das hat irgendwann mal gestartet vor 15 Jahren in der Uni in Köln. Da haben wir dazu Studien gemacht und mittlerweile gibt es das Tool. Und das ist ein Tool, was sich an Trainer, Coaches, Berater, Menschen, die mit anderen Menschen arbeiten, richtet und die auch Workshops, Trainings, Fortbildungsmaßnahmen planen. Das ist ein Tool, was kostenlos ist für Trainerinnen und Trainer, so ein bisschen so für die Community auch gebaut ist. Und deswegen freue ich mich auch heute total mit euch darüber reden zu können, auch das nochmal weiterzudenken. Ich will euch gleich gerne ein paar Sachen einfach mal zeigen, was das Tool heute schon kann. Es ist fertig, ist schon seit einigen Monaten online, sind auch schon etliche Nutzer drauf. Und jetzt geht es auch noch mal ein bisschen darum, das auch noch mal ein bisschen weiter zu denken. Und wir haben viele Anfragen nämlich mittlerweile bekommen aus Unternehmen, die gesagt haben, boah, das ist ja total geil. Und auch aus Akademien, die gesagt haben, boah, das ist ja total geil. Wir wollen das auch nutzen, um noch mal, sag ich mal, in größeren Skalen, nicht nur, weiß nicht, alleine oder mit 2, 3 Trainern, sondern vielleicht auch mit einem großen Trainingsteam, wenn Maßnahmen halt groß ausgerollt werden. Deswegen würde ich gerne einmal kurz in die Runde fragen, wer von euch arbeitet denn als freiberufliche Trainerin, Trainer, Workshopleiter, Coach? Kurz Handzeichen mal. Nee, okay, alles klar. Ihr seid in... Genau, okay, dann machen wir mal kurz die Runde. Wer ist angestellt in Unternehmen und dem Job? Okay, cool. Und wer guckt so aus Akademiesicht vielleicht da drauf? Okay, alles klar. Ja, cool. Und ihr, die ihr online dazu geschaltet seid, was ist so euer Background? Einfach, dass ich weiß, in welche Richtung ich jetzt gleich erzähle. Ich gehe einfach mal ganz kurz rum. Tina? Genau, Daria. Ja, ich bin angestellt. Und mache demnächst etwas in Richtung Trainer, Coaching bei uns im Unternehmen. Habe aber auch Erfahrungen im ehrenamtlichen Training gemacht, was Softwareentwicklung angeht. Ah, okay, cool. Magst du einmal kurz aufrufen, weil ich kenne die Namen von, die sind so klein. Ja. Rainer? Hallo zusammen, guten Morgen. Ich bin angestellt, arbeite aber auch nebenher noch als Trainer und Coach und mache aber auch in der Firma, dann in der Rolle als Change Manager, wird immer auch gern mit Training und Schulung verbunden. Okay. Dann haben wir als nächstes AD. Guest. Okay, dann machen wir Anja Cordes. Ja, ich bin auch angestellt und ich bin für die Qualifizierung unserer Dozenten und Trainer und Ausbilder im Unternehmen verantwortlich und muss natürlich da auch Methoden und so weiter schulen und dafür wäre so eine Datenbank natürlich super. Dann haben wir Damian Katja. Damian war schon, sorry. Dann haben wir Judith Usbeck. Hallo, ich leite ein Mentoring-Programm für Frauen in der Wirtschaft und einmal haben wir da viel mit Trainerinnen und Trainern zu tun, die ich persönlich einkaufe, aber andererseits gebe ich auch Trainings und Workshops für meine Teilnehmer. Marietta? Ja, ich bin HR-Expertin im Unternehmen und mache viel Konzeption und Erstellung von Lernangeboten zusammen mit externen Trainern. Gebe aber auch im Unternehmen häufiger Workshops zu verschiedenen Themen. Von daher bin ich sehr interessiert an einer Methodendatenbank. Okay, ja, cool. Dann haben wir so ein bisschen so einen Überblick, wer so mit dabei ist und wir euch vielleicht auch mal online ein bisschen eingebunden. Wenn du sie alle haben. Ach so, die nicht mit der Kamera, ja, wenn wir genau. Die können wir. Anna Melzer? Hallo, ja, ich bin auch Angestellte und ich arbeite in der Personalentwicklung. Haben wir noch. Anna Neuhaus? Ja, hallo, ich bin auch angestellt und bei mir ist das ganz ähnlich. Ich konzipiere durchaus selbst und führe selbst durch. Ich habe eine Datenbank selber in Nerven gebaut und bin sehr gespannt, was das hier kann. Genau. Zwei Stück habe ich noch. Simone Engelhardt? Okay. Simone, du bist noch auf Mute, falls du uns was sagen willst.
Und dann gehen wir mal zu Tizian Böger. Da sind wir durch. Okay, also ich sage euch mal die Ausgangslage, mit der wir damals, ich glaube, es ist jetzt 20 Jahre her, mal damit gestartet sind. Ein Problem, was es immer wieder gab, war irgendwann, das kennen wahrscheinlich alle Trainerinnen und Trainer, ist, du startest mal mit einem gewissen Methodenset, das hat man sich irgendwie abgeguckt oder hat man das vorgegeben bekommen und dann lernt man hier was, lernt man da was und dann startet man irgendwie anzufangen zu sammeln. So, wo haben wir das früher gesammelt? Oder wo habe ich das früher gesammelt? In irgendwelchen Ordnerstrukturen auf dem Rechner. Dann kam der nächste Rechner, dann musste man das übertragen. Dann ging es irgendwann in die Cloud. Dann gab es irgendwie 3 Cloud-Lösungen, wo Daten abgelegt worden sind. Dann hat man angefangen, mit anderen Trainern zusammenzuarbeiten. Dann wurde das Kuddelmuddel im Laufe der Zeit immer größer. Ich habe damals mir dann angefangen, so auch so Zettelkästen zu machen. Das Problem bei den Zettelkästen war dann, wenn du die dabei hattest im Training, weil es könnte ja durchaus sein, dass du mal abweichen wolltest von deinem Trainingsplan und auf der Suche nach einer neuen Methode war, eigentlich musste ein Kärtchen an 5 Stellen stecken, weil die halt unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten haben. Das heißt, wir brauchten irgendwie ein System, zu sagen, wie legen wir das ab, sodass wir im Grunde genommen, so das war damals schon immer so der Traum, da gab es doch gar keine iPads, aber so, dass ich mein iPad dabei habe, wo mein Trainerleitfaden durch ist und wenn ich eine neue Methode suche, dass ich sagen kann, pass mal auf, zeig mir Alternativen dazu an und dann tap, tap, tap und dann kriege ich eine Liste an 5 Vorschlägen beispielsweise, wo ich sage, hey, das passt jetzt für die Gruppe an der Stelle, wo wir jetzt gerade sind, noch besser. So, das war also unsere Grundidee, mit der wir mal gestartet sind und haben dann gedacht, Mensch, wir haben aber doch schon eine Methodendatenbank haben, diese ganzen Sachen schon eingepflegt haben einmal, dann wäre es doch eigentlich total geil, wenn wir so per Drag and Drop einfach die Methoden rüberziehen können, wenn wir einen Trainingsleitfaden erstellen, um einfach schnell damit durch zu sein und auch Trainingsleitfäden wieder zu verwenden. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich fange mal, wir nennen das jetzt hier mal Trainingseinheiten. Und hier gibt es auf der linken Seite, ja, wir sind hier auch, so, jetzt haben wir es. Ich mache mal hier so eine Trainingseinheit aus. So sieht das aus, wenn ihr eine Trainingseinheit habt, die ihr geplant habt. Das ist im Grunde genommen die Ansicht, die ihr mit ins Training nehmen könnt. Ihr könnt das auch alles ausdrucken. Wir müssen es auch gleich mal angucken. Und dann kann ich hier, wenn ich das auf dem iPad aufmache, das funktioniert auf allen Geräten, kann ich da reingehen und hier habe ich dann die ganze ausführliche Beschreibung der Methode. Kann ich reingehen und wir haben da spannenden Weg damals, dazu haben wir unter anderem geforscht an der Uni gefunden, dass wir gesagt haben, wir schreiben 2 verschiedene Dinge auf. Einmal Informationen für den Referent, für die Referentin und einmal Informationen für die Teilnehmer, sodass ich das hier, also alles, was hier in dem Orange ist, das sind Informationen für die Teilnehmenden, also was weiß ich, stelle 20 Stühle in einem Halbkreis auf, lege auf jeden Stuhl ein Schokolädchen zum Beispiel, also wirklich für blöde, sodass meine Oma das theoretisch machen kann, einfach so malen nach Zahlen. Und danach, das ist das, was jetzt im Blauen kommt, im Grunde genommen wörtliche Rede. Ich kann das iPad vor mich nehmen und das vorlesen. Also das heißt, wir können das so genau aufschreiben, dass das wirklich für jeden exakt nachvollziehbar ist. Und wenn ich einmal eine Methode vernünftig aufgeschrieben habe, kann ich die halt immer weitergeben und teilen mit anderen Leuten, weil sie so am verständlichsten ist. Das ist auf jeden Fall das, was damals bei unserer Studie rausgekommen ist. So, jetzt kann ich natürlich sagen, ich möchte, wir legen mal jetzt eine neue Trainingseinheit an. Dann kann ich das hier auch machen und sagen, okay, wir geben dem jetzt mal einen Namen. Was wollen wir denn machen? Vielleicht kann das mir hier einer aus der Runde mir zuwerfen. Was für ein Training machen wir denn? SAP. Ja, vielleicht nehmen wir was Interessantes. The Future of Learning. Na, was Herausforderndes. Was für die Persönlichkeitsentwicklung? Stärken. Genau. Ist dann klar? Mhm. So, jetzt können wir hier einmal von der Trainingseinheit ein Ziel eingeben. Marietta ist richtig, ne? Magst du mal, was wäre so das Hauptziel, so das Richtziel von der Trainingseinheit? Als Führungskraft wissen, wie man die Stärken seiner Mitarbeiter fördern kann. So, jetzt habe ich die Möglichkeit, das hier durchzutaggen. Jetzt sehen wir schon, da geht es vielleicht ein Stück weit um Produktivität, um das nachher auch wiederzufinden. Also dieses Training möchte ich ja auch wiederfinden. Führung könnte hier sein, ne? Das heißt, ich kann da Tags, um das nachher wiederzufinden,
setzen. Ich kann Anmerkungen machen und hier schon entscheiden, das mache ich wahrscheinlich erst später, ob ich das privat oder ob du das privat für dich behältst, ob du das mit deinem Team teilen willst oder halt mit einer Gruppe von Trainern, die das ausrollen sollen oder ob das auch öffentlich ist. So, wir gehen aber jetzt mal in die Planung und starten mal mit einer Methode. Wir wollen zum Beispiel irgendwie, was machen wir am Anfang? Mal so eine Ankommensgeschichte ankommen. Was machen wir danach? Machen wir eine kleine Vorstellungsrunde. Machen wir dann. Dann gehen wir einmal hier in den Theorieblock. Gehen wir mal durch die Agenda. Das ist so ein, also ne, hier, das ist so ein bisschen was Interaktives ist auf der rechten Seite. Auf der linken Seite ist jetzt wieder was eher, wo ich frontal beschaltet werde als Teilnehmer, wenn die Agenda vorgestellt vorne wird. So, und jetzt geht das Training richtig los. Und was ich jetzt hier machen kann, ist, wenn ich da schon was vorbereitet habe, kann ich entweder sagen, ich suche mir jetzt hier aus der Bibliothek, aus der Methodenbibliothek oder auch Theorieblöcke. Theorieblöcke sind jetzt sowas wie, was weiß ich, da habe ich mal das Eisbergmodell beschrieben oder die vier Ohren Schulz von Thun oder die gewaltfreie Kommunikation, die vier Schritte, weiß der Geier. Da habe ich meine Theorieblöcke einmal abgelegt, die kann ich da auch reinziehen. Wir wollen aber jetzt mal mit einer Aktivität starten. Keine Ahnung, ich sage jetzt mal hier, ich nehme jetzt einfach mal eher irgendwas aus der Bibliothek und ziehe mir die fertige Methode, hier ist die Methode dann drin, ziehe ich mir einfach mit zwei Klicks da rein. Wenn ich jetzt schon ein größeres Training vorbereitet habe und vielleicht schon sowas wie Module entwickelt habe, dann kann ich mir auch gleich ganze Module hier reinziehen. Ich gehe mal hier Module aus Bibliothek. Ach, das war ein Theorie-Doc, ja. Okay. Ein Modul. So, was weiß ich, Grundlagen der Mitarbeiterführung ziehe ich mir hier rein. Und dann seht ihr, hier ist so ein Kasten drumherum und hier bauen diese Methoden schon aufeinander auf. Das heißt, ich kann hier diese Module anlegen und auch diese Module haben ein Ziel. Das könnte jetzt sowas wie ein Grobziel sein beispielsweise, ne? Und auch hier kann ich das Ziel oder Namen, beziehungsweise hier ist das Ziel dann darunter. Und ihr seht in den Aktivitäten selber, die haben auch immer einen Titel und darunter hat jede Aktivität, jede Methode, jede Übung hat auch immer wieder ein Ziel. Da sind wir dann auf dieser Feinzielebene. So, das heißt, ich kann überall meine Ziele eben entsprechend reinschreiben und ich kann natürlich jetzt auch hingehen und sagen, pass auf, ich lege jetzt hier mal ein neues Modul an, leeres Modul, ne, dem gebe ich dann auch einen Titel und dann ziehe ich mir hier Methoden rein. Wenn ich zum Beispiel sage, ich arbeite jetzt nach einem PIT-Modell, dann suche ich mir natürlich erstmal was zum Problematisieren, zum Trainieren und für den Transfer. So, ziehe mir die ganzen Module hier rein, Methoden hier rein. So, jetzt fehlt natürlich hier hinter dem Problematisieren noch ein Theorieblock. Den hole ich mir auch aus der Bibliothek. Dann nehme ich hier, was nehmen wir den, hier rein. Und dann habe ich hier mein PIT-Modell auf einen Blick relativ schnell abgebildet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach dem Framework arbeite. Ich kann hier natürlich auch reingehen und sagen, Mensch, das Führungsquadrat, das ist jetzt eine relativ kleine Gruppe, da brauchen wir nicht 45 Minuten, da brauche ich nur 40 oder sagen wir mal 35 Minuten für. Dann seht ihr, dass die Zeiten, die hier stehen, sich alle automatisch verändern. Und auch wenn ich sage, ich füge da noch was ein oder ich schiebe das jetzt, weiß nicht, hier will ich jetzt die wegschieben. Ich schiebe das jetzt hier einmal nach oben, schiebe es nach oben. Dann ändern sich alle Zeiten und alle folgenden Zeiten automatisch durch. Also auch darum muss ich mich nicht mehr kümmern. Und so kann ich halt sehr schnell, wenn ich einmal die Methoden eingegeben habe und die ganzen Sachen eingegeben habe, kann ich damit arbeiten und halt eben auch wiederfinden. Wenn ich sage, pass auf, ich habe jetzt hier ein Führungstraining, dann habe ich, wenn ich jetzt hier auf Speichern gehe, ah ja, stimmt, da muss ich noch viele Felder angeben. Genau, das bringt jetzt hier nichts, bevor ich es richtig abspeichern kann, um es wiederzufinden. Ne, hier habe ich noch nicht die Ziele eingegeben, da warnt das System mich jetzt noch, deswegen speichern wir das jetzt nicht ab, sondern gehen einmal enden. So, dann habe ich hier eben meine Trainingseinheiten drin, auf denen ich aufbauen kann, die ich dann wieder bearbeiten kann, die ich teilen kann. Und wenn ich sage, okay, ich gebe das halt frei jetzt, wie gesagt, für mein Team, ich kann dann Gruppen anlegen, mit denen ich das eben entsprechend teilen kann. Und das Spannende, was wir so aus der Praxis jetzt sehen, ist, das sind jetzt immer ein paar,
paar Demo-Daten, die da drin sind für euch, jetzt, um zu zeigen. Das Spannende aus der Praxis ist, wenn ich meine Module irgendwann entwickelt habe, wenn halt einfach klar ist, ich habe jetzt hier, was ich im Bereich Stärken, ein Modul aus der positiven Psychologie und dann gibt es noch eins zum Thema Bedürfnisse oder zu dem und zu dem und zu dem, dann ziehe ich mir irgendwann nur noch meine Module da rein, adaptiere die ein klein bisschen, dann bin ich relativ zügig durch mit meiner Planung. Und das ist natürlich ziemlich cool, wenn die Kollegen schon angefangen haben, vorher diese Methodendatenbank zu füllen und ich darauf dann einfach schon zurückgreifen kann. Frage, ja. Wenn ich Module inhaltlich ändere, die ich schon irgendwo in einem Leitfaden verplant habe, werden die automatisch nachgezogen und aktualisiert und ich habe einen, keine Ahnung, Ausrufezeichen mit Achtung, Anpassungen, oder muss ich das überall dann nochmal manuell einziehen? Das kann Tizia vielleicht gerade beantworten. Das hängt ganz davon ab. Also wenn du das Modul an sich wirklich bearbeitest, dann verändert sich das dann überall in all deinen Trainingssessions, die du schon benutzt hast oder in denen du das Modul benutzt. Du kannst aber auch in einer einzelnen Trainingseinheit das Modul anpassen und dann verändert sich es auch nur in diesem Trainingsleitfaden quasi. Das heißt, ich kann auf Standardbausteine zurückgreifen, wenn ich die aktualisiere, wird es überall nachgezogen oder individuell in meinem einheitlichen Namen machen. Genau, also dazu jetzt erstmal noch weitere Fragen. Kennt ihr Session Lab? Ja. Was ist der Unterschied? Oder wo würdet ihr sagen, ist das der Mehrwert im Vergleich zu Session Lab? Also einmal siehst du es wahrscheinlich schon, wo ein Unterschied ist. Also das ganze UX ist anders. Ja. Für uns ist das erst die erste Stufe. Was jetzt gerade entwickelt wird, da können wir gleich dann nochmal ein bisschen drüber sprechen, was gerade entwickelt wird, ist, dass da drumherum ein LMS noch geben wird. Also ein sehr einfach nutzbares LMS. Das heißt, du kannst im Grunde deine ganzen Blended Sessions damit planen. Du kannst dann deine E-Learning-Einheiten da drin planen, deine Session, die nächste E-Learning-Einheit, die nächste Session und so weiter. Also unsere Idee damit ist, dass das so perspektivisch so das Schweizer Taschenmesser für Trainer wird, wo du halt alles im Grunde genommen drin hast. Du sagst, da brauche ich nicht irgendwie noch 5 Tools für, sondern das mache ich jetzt halt in einem Tool. Da kann ich dann auch meine Online-Trainings direkt bauen, oder wie? Zum Beispiel. Ja, es kommt darauf an, was du genau machst, aber wenn du halt sagst, wenn wir jetzt uns ein einfaches LMS irgendwie vorstellen, das kannst du damit machen. Also was wir da nicht bauen werden, ist jetzt irgendwie was Vergleichbares, was so ein riesen Corporate-LMS ist, sondern das richtet sich ja hier an Trainer. Du als Trainer kannst deine Maßnahmen damit planen. Ne? Du sagst, okay, weiß nicht, vorher kriegen die Teilnehmer ein Willkommensvideo von dir, dann machst du eine Erwartungsabfrage mit denen, dann kriegen die schon mal einen kleinen Input, bevor die erste Live-Session losgeht, dann planst du die erste Live-Session, dann kommt irgendwie nochmal eine Reflexionsimpuls, den du rausschickst. Okay, wenn ich jetzt zum Beispiel an das Flipped Classroom denke und sage, okay, ich möchte, dass meine Teilnehmenden im Vorfeld was machen, genau. Und ich möchte die mit Infos versorgen und die sollen die am besten in einem interaktiven Micro-Nugget, 15 Minuten, whatever, lernen, sich selber aneignen. Sind vielleicht auch Interaktionen dabei oder ich hätte die gerne dabei. Kann ich dann so ein Micro-Nugget auch in diesem Programm erstellen? Oder ist es so, dass ich das mit externer Software entwickeln muss und kann das dann ins LMS reinladen? Nee, also im Moment erstellst oder beziehungsweise das jetzt geplant ist im Moment, deswegen finde ich das eine interessante Anforderung, mögliche, zu sagen, wir wollen es alles hier drin planbar machen. An was für eine Interaktion denkst du denn? Das ist ja schon mal ein interessanter Punkt. An welche Interaktion denkst du denn? Also ich denke jetzt nicht speziell an eine Interaktion, aber ich denke daran, dass man in diesen Classroom gibt es ja oft, also haben wir auch schon gemacht, dass wir dem Teilnehmenden im Vorfeld eben diese Micro-Nuggets zur Verfügung stellen. Wenn es jetzt zum Beispiel geht um eine Schulung zum Thema irgendeiner Maschine, dass man vielleicht Drag-and-Drop-Interaktionen einbaut, dass man verschiedene Bauteile wohin ziehen muss. Oder dass man vielleicht Single-Choice, Multiple-Choice-Fragen dann am Schluss macht mit einem kleinen Quizmodell. Ja. Und dass man dieses Micro-Nugget dann dem Lernenden sozusagen im Vorfeld zur Verfügung steht. Und dann wäre die Frage, ist es vorgesehen, dass man in langer Frist das dann auch mit diesem Tool erstellt oder lädt man es nur in das LMS rein? Nee, du erstellst es da auch. Ja, erstellst. Ähnliche Oberfläche wie jetzt hier auch. Genau, richtig. Genau. Wir haben online auch noch eine Frage und dann hinten ist noch eine Wortmeldung. Aber vielleicht wollen wir online noch mal kurz machen, Weil dann hebt schon ganz lange die Hand. Ja, Damian. Ja, ich habe mich gefragt, erst einmal, ich sehe jetzt oben das Logo Edu7, aber wenn ich sage, Google finde ich gar nichts. Also kannst du uns mal den Link bereitstellen in irgendeiner Form, falls es was Informationen gibt?
Ja, genau. Das können wir vielleicht gleich einmal in den Chat. Okay. Ich mag es einfach nicht. Ich poste dann gleich im Chat genau. Am Ende der Session. Genau, kriegt ihr gleich, genau, genau. Machen wir gleich am Ende, kriegt ihr Zugang dazu. Ja. Okay. Und zweite, dritte Frage wäre noch, gibt es auch das ausschließlich als Lösungs-, also als Online-Lösungsversion oder auch On-Prem, dass man sich das erstmal selber zur, im Betrieb erstmal hosten kann und dann ausprobieren kann, ohne mit online in Kontakt zu kommen? Genau, im Moment hosten wir das nur in der Cloud. Also es gibt im Moment nur online. Wir haben das eigentlich erstmal gar nicht geplant für Unternehmen. Das ist jetzt so das, was jetzt so kommt. Irgendwie die sagen, ja Mensch, das könnte eine interessante Sache sein. Wir müssen aber On-Premise lösen. Dann für uns, wir sind ja auch noch ein junges Unternehmen und das war eigentlich nie Plan des Geschäftsmodells. Jetzt kommen diese Anfragen so, und wenn es da Interesse gibt, deswegen machen wir das auch hier, um uns einfach mit euch da mal auszutauschen, um mal zu gucken, wenn es ein paar gibt, die sagen, hey, ist cool, wir würden das gerne mal ausprobieren, dann wäre genau das der Ort jetzt so im Folgenden dann die nächsten Schritte da zu gehen. Das ist genau, deswegen machen wir die Session, um diese Anforderungen zu hören hier für uns, um zu gucken, ja, macht das vielleicht Sinn, in den Bereich zu gehen. Eigentlich, wie gesagt, war unser Ziel erstmal nur zu sagen, wir bauen ein geiles Tool für Trainer, so das Taschenmesser, was jeder Trainer in der Tasche hat. Und vor allen Dingen die Freiberuflichen, die da draußen unterwegs sind, anzusprechen. Aber klar, das ist natürlich dann ein möglicher nächster Schritt, weswegen wir heute jetzt hier die Session machen. Danke. Mhm. Genau, du hast es. Genau, meine Frage geht in eine ähnliche Richtung. Ich wollte auch fragen, wie ist es mit den Zugriffen? Also ich muss sicherstellen, dass meine Inhalte bei mir bleiben. Genau. Mir ist klar, dass Methoden irgendwie auch bei euch öffentlich sind. Ich hatte gestern Abend schon eine Einführung zum Dinner. Es gibt auch öffentliche Methoden. Es gibt auch eine öffentliche Methodenbibliothek. Das ist so die Idee, so die Vision davon. Vielleicht das nochmal was wichtig ist. So unsere Vision davon ist, dass wir, vielleicht erzähle ich da gerade zwei Geschichten kurz zu, einfach um zu verstehen, warum machen wir das eigentlich. Zwei Sachen. Ich habe mal in einer ganz besonderen Einrichtung in Düsseldorf damals das Personal trainiert. Und zwar gibt es Menschen, die in unserem Alter oder noch jünger irgendwie einen Schlag haben oder ansonsten geistig behindert sind und die gepflegt werden müssen. Und wenn du mit 28 irgendwie einen Autounfall hattest, deinem Gehirn ist irgendwas nicht in Ordnung und du gepflegt werden musst, dann kommst du in der Regel in Pflegeheim, was bedeutet ein Altenheim, du bist gleich doppelt bestraft. Du hast dein Leben lang nur noch alte Menschen um dich herum. Die haben dort in der Einrichtung nur junge Menschen gepflegt. Also eine ganz spannende Einrichtung. Und die haben mich dann gefragt, haben gesagt, boah, du machst immer so geile Sachen hier mit uns. Mega cool, hast du nicht ein paar Übungen für uns? Und ich habe halt so aufgeschrieben, also die typischen Sachen von Weltmanager, Seminare und Co. So, ne, denen gegeben. Zwei Wochen später war ich wieder da und habe gesagt, hey Max, und hab da schon was ausprobiert? Und dann sagt er so, ja, ich habe mal geguckt, so ein Buch kostet ja 50, 60 Euro irgendwie so. Station hat kein Geld irgendwie und ich kann mir hier nicht für 300 Euro Bücher kaufen. Das macht mein Gehalt einfach auch nicht. Und ich hatte an dem Tag irgendwie noch aus Amerika für, weiß nicht, insgesamt mit Shipping 100 Euro irgendein Buch bestellt, wo ich gedacht habe, oh, klingt interessant. So, klick kaufen. So, mal abgesehen davon, dass das einfach so viele Menschen sich einfach die Methoden gar nicht leisten können, also die Zugänge haben. Wenn wir an den globalen Süden denken, was wir da den Menschen vorenthalten, an Wissen, was wir hier schaffen, einfach und dieses Wissen der Menschheit zugänglich zu machen. Unsere Idee, unsere Vision, mit der wir da gestartet sind, war zu sagen, wir schaffen das Wikipedia für Seminarmethoden. Also das Methodengedächtnis der Menschheit, so wie es auf Wikipedia die Inhalte gibt, gibt es bei uns irgendwann die Methoden. Das ist so unsere Vision davon, wo wir das hin entwickeln wollen. Und dann diese anderen Tools, die gehören halt auch irgendwie noch mit dazu, um viel Traffic zu schalten, damit halt Menschen auch teilen. Weil die Trainer, die bei uns teilen, wo wir jetzt gerade mit anfangen, die wollen ja auch was davon haben. Wenn ich da meine Materialien einstelle, dann hätte ich auch gerne was davon zurück. Das heißt, wenn du jetzt, weiß nicht, alle deine Methoden zur gewaltfreien Kommunikation, keine Ahnung, bist du vielleicht ungefähr, weiß ich nicht, nimm mal als Beispiel, da reinstellst, dann wirst du ja von ganz vielen anderen Leuten immer wieder gefunden, weil die ziehen ja dann auch irgendwann deine Methoden in ihre Trainings. Und also ich habe damals eigentlich fast alle meiner Jobs über Mundpropaganda und Empfehlungen bekommen. Und das ist so ein bisschen der Deal, wo wir sagen so, hey, wir stellen die Plattform bereit, ihr könnt teilen und könnt euch darüber in eurem Fachgebiet vielleicht dann auch einen Namen in eurer Szene machen. Und genau, das ist unsere Idee. Das ist eher in die Richtung, wie eben gefragt wurde, ich bin eben in der BSF, da darf man gar nichts teilen, außen, ne? Methoden, neutralen Methoden vielleicht schon, aber nicht, was ich jetzt, wie du sagst, plane, wenn ich mein Seminar plane da drin. Genau, ich gehe es mal jetzt bearbeiten. Genau. Das ist aber dann bei euch in der Cloud gespeichert, oder? In Frankfurt, ja. Genau, also in eurer Cloud, da wird bei uns tot, ne? Ja, genau, okay. jetzt im Moment ist das noch. Deswegen machen wir das jetzt hier. Ne? Das war das eben auch die Frage von Damian. Ja, genau, das habe ich verstanden. Alles gut, das ist auch bei euch ein Weg. Alles gut, das ist jetzt gar nicht, ich bin eher begeistert, was es gibt. Und dann eben, wenn du sagst, im LMS kann man Dinge erstellen, dazu muss ich ja bisher auch eine Software kaufen, ne? Captivate oder irgendwas, um interaktives E-Learning
zu erstellen, muss ich mir ja ein bisschen auf die Hinterbeine stellen. Das kann euer LMS so automatisch alleine. Das kann das alleine, genau. Das, ja, okay. Ein kleines Ding. Ne? Du kannst dann Quizze erstellen, Umfragen. An die auf dem gleichen Level, ja? Ganz kurz, Irritation. Ihr sprach eben davon, dass es ein LMS geben soll oder diese ganzen LMS-Geschichten. Genau, das wird jetzt gerade entwickelt. Das klang nämlich jetzt gerade so, als sei das schon da. Nee, ist noch nicht da. Okay. Ja, genau, richtig. Genau, wen haben wir? Ich sehe. Bleibt zuerst Hanna. Ich weiß nicht, wer zuerst war. Ich weiß es auch nicht, aber ich fange mal an. Ich danke dir für die Vorstellung. Ich habe eine Frage, und zwar, ich habe mich gerade schon mal angemeldet und da sehe ich ja schon Sachen drinne. Das sind sozusagen Sachen, die du oder ihr bereitgestellt habt und auf öffentlich gestellt habt. Ist das richtig? Und ich kann die ja auch direkt bearbeiten. Das heißt, ich würde dann erstellte Sachen auch abändern, sagen, das stimmt doch hier nicht mit der Beschreibung oder ich würde das, also, ne? Genau, okay. Und ich kann aber die Möglichkeiten, meine eigenen. Genau. Warte mal, Christian, wir das noch einmal ganz kurz ein bisschen glatt ziehen. Klarzustellen. Die Sachen, die öffentlich sind und wenn du da auf Bearbeiten klickst, dann erstellst du in dem Moment für dich privat eine Kopie. Du kannst öffentliche Sachen nämlich nicht bearbeiten. Das geht bei uns durch so einen Peer-Review-Prozess quasi. Genau. Wenn was öffentlich gestellt wird, gucken wir da aktuell erst noch einmal drüber, bevor das wirklich öffentlich geht. Genau, also wenn du öffentliche Sachen kaputt machen willst, dann kommst du zum Corporate Learning Camp. Mhm. Okay, dankeschön. Okay, du hast noch eine zweite Frage, oder? Du warst ja noch am Schalter. Das klang, als ob Anna noch eine zweite Frage hatte, oder? Hat sich das schon geklärt? Ich nicht, aber jemand anders hat sich noch gemeldet. Nicole. Ja, Nicole. Alles gut. Das, was ich jetzt besser gesehen habe, finde ich auch total cool. Die Erstellung ist ja momentan eher textbasiert. Wenn man ein Training plant, dann habe ich ja auch irgendwelche Grafiken, irgendwelche Whiteboards, irgendwie sowas, die vielleicht auch mit reinkommen. Gibt es die Möglichkeit, die da auch mit reinzubringen? Ja, genau. Das sind ja Teile, die den E-Learning-Bereich betreffen. Und du kannst jetzt demnächst dann zum Beispiel auch sagen, ich ziehe hier so eine Kachel rein, wo ein Miro-Board drin verlinkt ist. Wo du dann draufklicken kannst und dann geht halt das Miro-Board auf in der Software und kannst es dann da auch direkt drin gleich nutzen. Du kannst aber auch darüber hinaus, wenn du jetzt eine Methode zum Beispiel anlegst, kannst du anstatt, dass es eben eine Anweisung an dich als Trainerin ist oder an die Teilnehmenden, kannst du auch zwischendrin zum Beispiel ein Foto von einem Whiteboard mit einfügen. Das ginge auch als Anleitung. Also eher in der Richtung habe ich gedacht. Also nehmen wir an, du hast irgendwie keine Landkarte oder irgendwas, was du zeigen willst, also irgendwas Grafisches, Bildliches, das musst du ja auch irgendwie in deinen Ablauf unterbringen. Genau, hier sehen wir das. Das ist mal so, wie so eine Methode dann gefüllt werden kann, ne? Auf welcher Ebene. Klar, Namen und Ziel, das braucht es immer, damit das System das auch wiederfinden kann, sonst hast du nachher jede Menge Datenmüll. Die anderen Sachen sind dann optional. Und hier bei der Kurzbeschreibung oder beziehungsweise bei der Anleitung, da kannst du dann halt eben auch Dateien reinpacken oder Links eben entsprechend dann reinpacken dahin. Ne? Und dann kommt halt, heißt die Methode dann irgendwie Whiteboard zu XY, Ziel rein und dann verlinkst du da die Methode. Dann hast du das nachher in deiner Ansicht. Klickst dann da drauf und siehst dann auch nur gleich diesen Link, tippst da drauf und dann geht's auf. Und noch ein Gedanke, der mir gekommen ist, kennt ihr aber bestimmt auch schon, es gibt ja auch schon ein paar Trainer-Methoden-Datenbanken da draußen, so Training aktuell online und so, die haben ja auch ganz viele Karten. In die Richtung, denkt ihr, dass das jetzt da dann quasi mit integriert ist? Also was wir machen wollen, für uns ist einfach ganz wichtiger Punkt, wenn wir wirklich mal das Wiki werden sollten dazu, also wirklich das große Ding. Und wir haben da am Ende, ich sage jetzt mal 5000 Aktivitäten drin, dann müssen die standardisiert strukturiert aufgeschrieben sein. Das ist leider bei Managerseminare nicht unbedingt der Fall und bei vielen anderen auch nicht. Uns ist das wichtig, dass wir, also wir haben so einen Qualitätsprozess jetzt, der funktioniert so, dass es immer Leute gibt, die aus dem Fachgebiet über eine Methode drüber gucken, bevor die veröffentlicht wird. Also so bauen wir das jetzt auf. Also das heißt, im Moment haben wir auch nur die Fachexperten, die die Methoden gerade eingeben und die veröffentlichen können. Aber der nächste Schritt dann, sage ich jetzt mal, ein Jahr weiter soll dann sein, dass wir sagen, hey, im Januar wollen wir alles Mögliche rund um Führung veröffentlichen. Ihr habt coole Methoden, dann schickt uns die. Dann geht ihr in der Methode
praktisch auf, achso, das sind ja jetzt schon veröffentlichte Methoden, aber ihr könnt dann hier, oder möchte ich auf Methoden hinzufügen, ihr geht dann hier unten auf öffentlich und dann geht so ein Prozess los, dann läuft das zu dem Mensch, der guckt sich das an, ob das in unserem Standard, den wir da vorgeben, auch eingetragen ist. Das ist, beziehungsweise das System fordert das dann auch schon, dass das in diesem Standard eingegeben ist. Dass das halt wirklich alles standardisiert ist, so dass es, unser Ziel ist ja, dass die Methoden maximal verständlich für die Leute sind. Und das kennt ihr wahrscheinlich auch alle, da haben wir uns auch oft abgefuckt drüber. Du kaufst irgendwie 50 Euro Methodenbuch, schlägst das auf, denkst, oh, das klingt interessant, aber hä, wie soll das denn eigentlich jetzt gehen? Irgendwie, dann liest du das ein zweites Mal und weiß es immer noch nicht und dann sagst du, ja komm, scheißegal, nächste Methode irgendwie. So, und das wollen wir eben genau nicht. Und das dieser Weg, den ich da eben gezeigt hatte, mit den Informationen für den Trainer, Informationen für die Teilnehmenden, mal nach Zahlen, so, dass, ich stelle mir mal vor, meine Oma muss das lesen können und das machen können. Wenn meine Oma das kann, dann ist das in Ordnung. So darf das dann quasi rausgehen. Das ist die Idee. Eine Frage bezüglich dieser Sichtbarkeit mit Gruppe. Also wenn ich jetzt vielleicht ein Team habe oder zwei Kollegen, mit denen ich zusammenarbeiten will, wie stelle ich denn sicher, dass ich mit meinen Kollegen kommunizieren kann oder dass sie dasselbe sehen, was ich sehe? Deine Kollegen haben dann auch Content. Ihr geht hier auf die Gruppe und das ist jetzt hier die Gruppe, die da drin ist, die für den Nutzer freigegeben ist. Yeah. Und dann geht ihr hier rein und du machst, muss ich ja auch rausgehen, beende, du legst hier Gruppen an über Kollaboration, neue Gruppe und dann lädst du hier deine Team. Die Leute genau. Das heißt, ich kann das Tool maximal kollaborativ nutzen, aber auch maximal nur für mich individuell, meine eigene Datenbank, irgendwo dazwischen. Ja, genau. Seht ihr, was wir machen? Also wenn ich da eine Gruppe erschaffe und eine teile, seht ihr das? Könnt ihr darauf zugreifen? Nee, also bestimmt gibt es irgendwelche Techniker, die aus der Datenbank irgendwas rausziehen können. Nee, aber ihr könnt das eigentlich nicht mitlesen. Ja. Genau, da haben wir Hanna, ja. Ja, genau. Noch mal eine Frage. Irgendwann werdet ihr wahrscheinlich irgendein Preisschild da dran hängen, oder? Also unser Ziel ist es, dass das für die Trainerinnen und also unser Ziel nochmal ist ja, das Wikipedia für Seminarmethoden zu schaffen. Was wir schon überlegen, ist tatsächlich, dass wir für Corporates, also wenn wir jetzt sagen, ihr wollt das on-premise hosten irgendwie und wir haben da Arbeit mit, also so haben wir da ja praktisch keine Arbeit mit. 5000 weitere Nutzer da drauf kostet uns ja ein paar Klicks irgendwie beim Cloud-Server, aber ansonsten kostet uns das ja nichts. Da wird es dann ein Preisschild dran geben, was sich marktüblich, denke ich, ne, so wie die anderen Marktbegleiter das auch machen, bewegen wird. Unser Geschäftsmodell ist aber eigentlich ein anderes. Unser Geschäftsmodell ist eigentlich, dass wir sagen, wir wollen da eine Community aufbauen und das Querfinanzieren über Fortbildungsangebote. Also das heißt, jetzt gerade wird parallel auch die Akademie gebaut dazu und diejenigen, die dann halt sagen, also gerade Junior-Trainer, die gerade so anfangen oder Leute, die so gerade denken, hey, so eine Trainerausbildung oder Coach-Ausbildung zu machen, irgendwie finden unsere Community dann, finden das Tool, sagen, hey, voll cool und dann können die da eben entsprechende Ausbildung machen, eine Trainerausbildung machen oder eine, weiß ich nicht, auch Fortbildung, die ein bisschen weiter sind und sagen, Mensch, ich möchte jetzt noch irgendwie aufsatteln und was weiß ich, Transaktionsanalyse, was dazu lernen oder gewaltfreie Kommunikation oder Working Out Loud irgendwie mich fortbilden oder. Wenn wir da einmal die große Community sind, deswegen soll es free sein. Unsere Idee ist, wir glauben daran, dass alles, was digitalisiert werden kann, digitalisiert werden wird. Und alles, was digitalisiert werden wird, irgendwann auch kostenlos ist, weil es Unternehmer gibt, die andere Geschäftsmodelle finden und sagen, das Digitale kostet mich ja nichts. Wenn ich da 50.000 weitere Leute drauf mache, das kostet mich so wenig. Gleichzeitig ist das so eine Möglichkeit auf der anderen Seite, um das quer zu finanzieren. So die Idee von diesem Social Enterprise, dass es halt so einen Bereich gibt, der profitabel arbeitet und ermöglicht, dass dieses Tool für die Welt im Grunde zur Verfügung gestellt werden kann. Das ist unsere Idee dahinter. Ja. Nämlich von Nicole, ich könnte mir auch vorstellen, dass es noch eine Rolle mehr braucht zwischen Privat und Gruppe. Wenn ich zum Beispiel mit mehreren Trainern eine Gruppe bilde, kann es sein, dass ich nicht möchte, dass meine Methode von den anderen aus Versehen geändert wird. Quasi privat freigegeben, ist aber nur ein persönlicher Gedanke. Ja, das Thema haben wir tatsächlich auch. Ne? Also wenn ich das an eine Gruppe freigebe,
Tizian schreibt gerade, aber er kann gleich nochmal sagen, wie das technisch gelöst wird, dass ich da einstellen kann, alle können bearbeiten, Einzelne können bearbeiten innerhalb der Gruppe. Ja, das hatten wir auch schon. Das hatten wir schon als Idee oder als Anregung bekommen, haben wir aber aktuell noch nicht umgesetzt. Genau. Na, das hat was mit dem Rechtemanagement zu tun. Das sind einfach so Sachen, die jetzt so sukzessiv. So eine Software ist ja nie fertig, wird ja immer weiterentwickelt, aber das haben wir auf jeden Fall auch schon öfter gehört auf dem Schirm, dass die anderen das nicht kaputt machen dürfen. Ja. Ja, was ich super finde, was ich höre, ist, dass es eigentlich eine Befähigung ist für Leute, die vielleicht noch nicht so viele Trainings gemacht haben und überlegen, wie und was. Genau. Also es ist eine Befähigung eigentlich von Leuten, die da noch nicht so viele Meter gegangen sind. Vielleicht. Ja, genau. Wir machen uns halt auch viel Gedanken darüber, wie Technologie zukünftig Qualität sichern kann. Dass wir zum Beispiel, also wir sind jetzt sehr stark im BDVT vernetzt und da arbeiten viele Akademien mit dem PIT-Modell immer noch. Und zu sagen, das System erkennt, ob die vier Stufen aus dem PIT-Modell da alle drin sind oder gibt ein Alarmsignal und sagen, guck mal hier hast du gar nicht problematisiert oder hier fehlt der Transfer. Solche Sachen. Also ne, zu gucken, mit welchen Frameworks wird gearbeitet und wie können die perspektivisch auch genutzt werden, vom System erkannt werden. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz, wenn wir hier auf die Methoden gehen. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Wenn ich eine neue Methode anlege, dann kann ich eben hier dann natürlich nicht nur meine Methode beschreiben, die Auswertungsfragen als mögliche dazu packen, sondern ich kann hier meine Materialien eben entsprechend taggen und reinschreiben. Und wenn ich nachher mein Training geplant habe, mir natürlich auch eine Materialliste ausgeben lassen. Ne? Relativ easy. Ich ziehe mir die Sachen alle rein, am Ende zeige mir die Materialliste oder druck mir die Materialliste, dann mache ich das. Und dann kann ich halt hier eben hingehen und sagen, ich tag das Ganze, zwar so, dass ich es nachher auch wiederfinden kann. So, wofür ist denn diese Aktivität? Keine Ahnung, da geht es jetzt irgendwie um Gruppenanteilen, Einteilen oder keine Ahnung, um Wissensvermittlung. Nehmen wir mal das. So, Wissensvermittlung. So, und dann kann ich auch die Aktivität unterschiedlichen Kontexten zuweisen. Also wo funktioniert das denn? So, dass ich nachher sage, okay, das kann ich in Führung, Kommunikation, Produktivität hatten wir, glaube ich, eben ganz am Anfang, kann das vielleicht auch im Ansatz zuordnen. Wenn ich weiß, das kommt jetzt beispielsweise aus, das ist eine agile Methode, tagge ich das eben dort und das mache ich halt einmal durch. Das ist Arbeit, ne? Da darf man sich vormachen, ne? Das braucht halt auch Zeit. So ewig lang nicht, aber es braucht halt auch ein bisschen Zeit. Und dann finde ich die Sachen aber halt mein Trainerleben lang wieder. Oder meine Kollegen finden das halt auch ihr Trainerleben lang wieder. Beziehungsweise in der Organisation ist dieses Wissen halt einmal sauber gesichert. Ja, Rainer. Ja, jetzt gerade noch ganz spontan einen Kommentar dazu, was du gerade gezeigt hast. Da würde ja auch tatsächlich für die privaten eigenen Methoden irgendeine Form von Qualitätssicherung hilfreich sein, dass nicht jeder in der Organisation die Sachen anders verträgt, weil sowas mache ich gerade bei uns in der Firma, dass ich Beiträge dann, die ganzen Tags dann wieder systematisieren, damit man sie auch entsprechend wiederfinden kann. Der Punkt, den ich aber eigentlich machen wollte, ich bin auch Mitglied in der Lernaus-Community und das ist bisher jetzt für mich so die ersten Erlebnisse, eigene Methoden zu erstellen, diese selbstorganisierten, die Guides für selbstorganisiertes Lernen. Und du hast ja dann hier praktisch vor Ort all die aus der Lernaus-Community, Simon Dückert und Co., kannst die mal ansprechen, die Sachen sind Open Source, sind zur freien Verteilung, die könnten sich hier drin ganz gut wiederfinden und ihr könntet mit eurem Tool auch in der Lernaus-Community dann andere Trainer erreichen, die dieses Tool dann finden, dann für ihre Methoden. Einfach nur ja. So ein Tipp zum Vernetzen und zur übergreifenden Zusammenarbeit. Ja, gut. Und dann online. Genau, ja. Also ein Gedanke, den ich einfach noch habe, so aus einer Erfahrung, die ich jetzt gerade am Montag hatte. Also ich bin totaler Methoden-Junkie. Liebe es, methodisch zu arbeiten. Ich finde einfach, dass das einfach so viel einfacher macht, man so viel mehr Spaß hat beim Arbeiten und zu viel besseren Ergebnissen kommt und arbeite in einer Firma, die das überhaupt noch nicht entdeckt haben für sich. Das heißt, eine Mission von mir ist auch einfach, die Leute da mitzunehmen, denen das nahezubringen, denen das zu zeigen. Und aktuell habe ich einfach echt die Problematik, wie mache ich das? Ich habe 100.000 Quellen, ich bin selbst einfach, ich habe so meine ganzen Orte, wo ich meine Methoden habe und finde und habe sie im Kopf. Und das ist, also weil ich es wirklich schön finde, es total intuitiv ist, also das macht schon Spaß, wenn man nur zuguckt, wie du dich da durchklickst.
ist es für mich auch dafür noch ein Facilitator, einfach den Leuten Lust zu machen, klickt euch durch, sucht euch mal durch und arbeitet mit Methoden. Also da geht mir das Herz auf, ja, muss ich wirklich sagen. Das ist echt toll. Also tatsächlich ist das ein wichtiger Punkt für uns. Du hast, glaube ich, gestern als Hashtag auch gesagt, Software kann auch schön sein. So, das ist ein ganz wichtiger Aspekt für uns. Das ist auch erst der Anfang. Also wir arbeiten auch mit Markenbildnern zusammen und jetzt als nächstes mit Grafikern. Einer unserer Clues hoffentlich dieses Jahr, dann nach dem LMS, das nächste, wird dann hoffentlich auch eine Bilderdatenbank sein, dass du halt nicht mehr dein Picablo blättern musst oder da halt irgendwie Geld für bezahlst, sondern dass du deine Bilderdatenbank oder deine Icon-Datenbank hier drin hast. Und dann auch die einzelnen Aktivitäten dann auch nochmal grafischer ein bisschen dargestellt. Und dann haben wir mal vielleicht auch einen Flipchart schon schön in diesem Stil gemacht wird, mit dem du dann weiterarbeiten kannst. Also das wird auch nochmal so ein weiterer Schritt sein. Das, was du sagst, das liegt uns halt auch super am Herzen. Alle Menschen sollen einfach Zugriff auf diese Methoden bekommen, um damit die Welt zu verändern. Weil ich glaube, das ist das, wo wir ja daran arbeiten, denen zu helfen, bewusster zu leben. Egal, ob das jetzt im Konfliktmanagement ist, bessere Führungskraft zu werden, besser Vertriebler zu werden. Am Ende des Tages geht es ja um die Verbindung. So, nicht darum, irgendwie mehr Scheiß zu kaufen irgendwie, sondern das ist das, was am Ende des Tages ja oder meinen Kindern vielleicht irgendwie noch einen guten Planeten irgendwie übrig lassen wird. Ja, Nicole. Zwei Gedanken. Eine, aufbauend auf dem, was Rainer auch gesagt hat, die CLC plant gerade im Herbst in Berlin einen 3-tägigen Make-Day. Ich habe vorhin nur ungefähr 10 Minuten kurz mitbekommen, was die planen, weil die Session läuft parallel im anderen Raum. Ich musste mich irgendwie entscheiden dann. Aber das könnte vielleicht auch noch so ein schöner Anknüpfungspunkt werden, wenn es dann mal darum geht, irgendwie so ein paar Leute zusammenzubekommen, Methoden aufzuarbeiten und dann eben auch wieder öffentlich zur Verfügung zu stellen. Wer ist denn da drin? Also mit wem sollen wir denn da mal sprechen? Jetzt vorgestellt haben es der Olli Ewinger, der Werner Sauter und die Verena. Ja, die sind ja alle in Hamburg, ne? Die sind alle in Hamburg, aber die haben es nur, also ich war jetzt nur von in dem Digitalen dabei. Aber das Kernteam plant es gerade. Also wenn du einen Olli Ewinger anhaust, den kriegst du ja, auch wenn er jetzt gerade in Hamburg ist, ja trotzdem immer irgendwie zu greifen. Ja, auch cooler Impuls, danke. Das ist so das eine und ergänzend zu der Kollegin, die von dir aus links auf dem Sofa sitzt, die von Methoden und Zetteln und so begeistert ist, da dein Tipp nochmal, schau dir die Zettelkastenmethode mal an. Kenne ich, ja. Das habe ich akustisch nicht ganz verstanden. Kenne ich die Zettelkastenmethode und bin ich tatsächlich dran, das so zu organisieren, aber jetzt schwenke ich vielleicht um. Genau, das hat mich jetzt nur gerade daran erinnert, das, was du beschrieben hast, könnte man vermutlich mit Zettelkastenmethode und Obsidian oder irgendeinem anderen Tool wahrscheinlich auch ganz gut machen, weil das, was Thorsten macht, ist ja super auch. Das eine ist ja, wir reden jetzt gerade über die Methoden, das andere, eines der Hauptdinger ist aber ja auch, dass man die Sachen dann für sich zusammenstellen kann und dann auch wieder an die Lernenden bringen kann. Da kommt ja immer noch viel mehr. Lass mich mal eine Sache ganz kurz noch zeigen. Ich habe gesehen, dass du aufgezeigt hast sofort. Und zwar, jetzt müssen wir uns vorstellen, wir haben natürlich jetzt hier irgendwann mal ganz, ganz viele Methoden eingegeben und die öffentlichen Methoden sind auch noch da. Ne? Dann kann ich hier eben entsprechend sagen, zeig mir nur meine Methoden, die öffentlichen oder wie auch immer. Und dann sagen, ich suche jetzt irgendwie Methoden, weiß ich nicht, noch einen anderen Icebreaker oder sowas. Ich brauche jetzt eine andere Reflexionsmethode, dann kann ich halt hier sehr schnell über die Filter gehen. Ne? Also ich suche einen Icebreaker im Konfliktmanagement, dann kann ich hier die zwei Filter setzen und dann zeigt er mir nur noch die entsprechenden Methoden an oder ich kann es hier aufklappen und kann dann noch sagen, und ich will jetzt noch einen Icebreaker im Konfliktmanagement aus der gewaltfreien Kommunikation haben. Also das heißt, wir können hier über die Filter dann sehr schnell auch im Seminar, das war ja das, wo ich ursprünglich mal gesagt habe, wir können im Seminar theoretisch ja mein iPad auf, setze die zwei Filter und kriege dann noch irgendwie 5, 6 Methoden vorgeschlagen, weil das mir zum Beispiel auch ganz oft passiert in meiner Karriere früher, ich bin nach Hause gefahren, irgendwie komisch, auf der Autobahn in Bonn ist mir das meistens aufgefallen, auf der Brücke, da ich dachte, boah, in der Situation hättest du noch besser das machen können. Und dann irgendwie 2 Wochen später wieder auf diese Brücke, bam, das wäre eigentlich noch geiler gewesen. Und dann zwischendurch dann nochmal schnell drauf zu gucken. Dafür haben wir dieses Filtersystem hier entwickelt, ne, wo wir dann noch voreinstellen können, irgendwie, ich suche jetzt was, wo die Energie eher hochgeht oder vielleicht will ich mal was Entspannendes machen für die, weil jetzt hatten wir gerade viel Halligalli. Ne, also vorher hatte ich was, wo es eher hochging, dann will ich eher was haben, was eine niedrige Energie hat, dann setze ich den entsprechenden Filter und dann macht das System mir die Vorschläge.
Also auch das für die Praxis einfach, für mich macht es das deutlich interessanter. Du hast das eben gesagt, macht einfach mehr Spaß, wenn ich da flexibler dann auch nochmal drauf eingehen kann. So, jetzt. Ja, genau. Ich wollte nur fragen, bei den öffentlichen Posts, kann ich da sehen, von wem das ursprünglich kam? Ja, na klar. Okay. Genau, richtig. Also wenn du hier runter gehst, hier unten sind die Kontakte. Ach, ja. Also das sind dann auch die Credits, wo ich eben bei dir schon sagte, so, das ist das, was wir dann auch zurückgeben wollen an unsere Autoren. Wenn da jemand halt sehr viel jetzt zum Thema, Michael ist jetzt im Bereich Emotionales führen und du findest immer wieder Sachen von Michael, dann kannst du ihm hier gleich eine Nachricht schicken, weil du sagst, ey, geiler Typ. Ja, so, genau, ich habe was nicht verstanden oder keine Ahnung, wir suchen gerade jemand im Bereich, was auch immer, ich stelle da gerade ein Team zusammen. Du hast da offensichtlich eine Menge Ahnung, sonst hättest du nicht so viel Zeug eingestellt. Du kannst dir vorstellen, da bereit zu sein oder uns zu beraten. Also wir haben. Ja. Ja. Okay. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, wer zuerst war, Damian oder Hanna. Bei mir steht eine 1, deswegen fange ich mal an. Ich habe nur noch zwei vielleicht Hinweise, und zwar aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe ja selber so eine kleine Datenbank in Notion gebastelt und da habe ich zum Beispiel eine Volltextsuche und das ist total praktisch. Also du hast ja hier verschiedene Filter, aber ne, manchmal weiß ich von einem Stichwort und dann muss ich nicht darüber gehen, gehört das zu der Sozialform, bla bla bla, sondern nur so, irgendwie, keine Ahnung, Wetterkarte und dann kriege ich mein Check-in in der Wetterkarte. Genau. Und das andere ist, ich habe lange im gewerblichen Bereich Trainings gemacht und habe zum Beispiel bei mir auch so den Hashtag, das sind Methoden, die sich für eine bestimmte Zielgruppe halt auch eignen. Weil es gibt ja... Also, genau, sag mal ein Beispiel, was ist so ein Filter für eine Zielgruppe? Naja, es macht ja einen Unterschied, welches akademische Niveau ich zum Beispiel ansetze. Und ich habe also, verschiedene, sage ich mal, Kooperationsspiele sind verspielter, kindergartenhafter oder nicht so ganz so kindergartenhaft. Also so da hatte ich einfach bei mir selber nochmal so eine Trennung festgestellt, dass ich irgendwie die Methoden besser für die Zielgruppe und die Methoden besser für die Zielgruppe und dass ich dann einfach meine, ja? Ja, magst du die vielleicht nochmal mit mir auf LinkedIn teilen, die Unterscheidung, die du da machst? Weil ich kann dir das auch gerne einfach mal, wir können einfach mal zusammenschließen, ich kann dir das zeigen. So. Ja. Also so, aber das wäre noch so, wenn man jetzt nicht nur eine Ziel oder nicht nur ein bestimmtes Milieu oder eine bestimmte Gruppe in als Zielgruppe hat, dann finde ich das manchmal ganz sinnvoll. Ja. Ja. Ja, danke. Damian. Ja, dieses Thema AI ist ja in aller Munde, deswegen frage ich mich, ob ihr da vielleicht plant, in Zukunft auch so ein KI-System anzubringen, dass man oder anzubinden, dass man auch so eine Frage formulieren kann, wie bringe ich meine Leute in dem Kontext zusammen, beziehungsweise welche Inhalte sind am sinnvollsten zu vermitteln. Gerade für Neuanfänger, glaube ich, wäre das interessant genug. Ja, genau. Also was für uns ja auch nochmal ganz interessant wird, wenn das sehr viele Menschen nutzen, wo wir jetzt einfach mal davon ausgehen, wenn ich ein einfach geiles, kostenloses Tool habe, da werden wir auch nochmal ganz spannende Daten sammeln. Welche Aktivitäten funktionieren gut wie zusammen, ne? Also so einfaches Vorschlagsmanagement, aber auf dieser Datenbasis dann auch nochmal weiterzudenken und sowas zu machen. Klar, das liegt ja auf der Hand, zukünftig das zu machen. Trainer, die dieses Modul genutzt haben, haben auch die folgenden genutzt oder so. Zum Beispiel, genau. Du kannst zum Beispiel auch hier in den Theorieblöcken, kannst du zum Beispiel auch hingehen, muss ich nachgucken, ob wir das hier abholen. Das ist alles, was mich erinnert. Ah, genau, richtig. Also hier, ne, hier geht es um das Thema Führung und hier unten, das ist der Theorieblock jetzt, ne? Kannst du hier unten gleich passende Methoden zu diesem Inhalt sehen. Also das geht schon, ne? Dass wir jetzt schon sagen können, hey, weiß nicht, du arbeitest mit Simon Sinek, Golden Circle, findest du geil irgendwie und siehst darunter direkt irgendwie Übungen, die du machen kannst, um das Thema zu nutzen. Genau, aber diese Vorschlagsfunktion, das ist natürlich auch was total auf der Hand liegt. Vielleicht frage ich nochmal so in die Runde, für die im Corporate sind, was müsste denn passieren, dass ihr sagt, das kriegen wir bei uns auch rein? Oder beim Hosten. Ja, wir haben auch die Regel, es muss auf unserem Server liegen. Okay. Oder es darf schon bei euch liegen, es muss dann halt innerhalb Europas liegen und es darf niemand anderes drauf zugreifen, also quasi isolated. Ja, das wäre ja schon so. Das können wir jetzt heute schon abbilden. Also, wenn ihr Lust habt, vernetzt euch doch mal dann mit mir auf LinkedIn. Unter der Session ist, glaube ich, auch der Link zu meinem Profil. Ich würde mich super freuen, wenn ihr
Also wenn wir da einfach weiter im Austausch zu auch bleiben, wenn ihr das ausprobiert und uns auch Feedback gibt dazu. Aber es gibt immer noch mal was man verbessern kann. Für diejenigen, die jetzt hier sitzen, wir haben, ja. Oder ich habe jetzt keinen Zugriff auf den Chat und wenn ich danach google, so. Nach ILO 7. ILO 7 müsstest du finden. Dann finde ich was, aber kann ich nicht öffnen. Das ist das Problem. Ach, warum auch immer das SAP-WLAN blockt uns. Ja. Ah, okay, aber das heißt, wenn ich es später zu Hause mache, dann wird es. Ihr seid ein Rayware. Wir sind so ein großer Konkurrent schon. Ja. Genau, das betrifft aber nur die, die hier im WLAN sind, tatsächlich. Ja. Wir haben uns da auch gewundert. Unsere Testumgebung läuft komischerweise. Ja, das ist voll seltsam. Genau, das ist in Ordnung. Cool. Okay, cool. Also auch hier, wenn ihr noch Ideen habt, Vorschläge habt, sind wir da offen. Ich nehme schon ganz viel mit. Vielen, vielen Dank für den Austausch mit euch. Und ja, ich freue mich, wenn ihr es ausprobiert und uns Feedback gibt. Und genau, connectet gerne auf LinkedIn. Dann kriegt ihr auch die Updates, wenn irgendwas Neues, spätestens wenn das LMS dann auch gelauncht wird im Herbst. Damian, willst du noch was sagen? Ja, Daniel. Ich habe gerade nach deinem Namen gesucht, ich finde aber gar nichts, außer irgendwelche alternativen Leute. Ich glaube, du musst den Link tatsächlich mal publizieren. Ist irgendwo. Der da? Ist der nicht mehr drin? Ist drin? In der Agenda, wenn du guckst, bei der Session drunter müsste der Thorsten verletzt sein. Alles klar. Danke für den Tipp. Ja. Aber gerne. Gut, dann habt einen weiter einen schönen zweiten Tag und dann sehen wir uns vielleicht dann im Herbst in Berlin wieder. Alles klar. Vielen Dank. Super Programm. Tschüss. Ciao.